Dietrich Buxtehude, ohne Zweifel der wichtigste Komponist des deutschen Frühbarock. Er war tätig als Kantor zu Lübeck in der Marienkirche. Seine Kompositionskunst und Instrumentalkunst hatten einen großen Einfluss auf die Musikgeschichte und ganz besonders auf den jungen Johann Sebastian Bach. Der 20-jährige Bach hat 1705 eine 380 Kilometer lange Reise zu Fuß unternommen, um den Buxtehude zu treffen, um ihn kennenzulernen und wahrscheinlich auch, um bei ihm zu studieren. Wir wissen, dass es ursprünglich geplant war für einige Wochen und es sich über mehrere Monate verlängert hat. Jedenfalls steht fest, dass die Musik des Bach nicht mehr die gleiche war nach diesem Aufenthalt. Das Kernstück des Albums ist Buxtehudes Aria La Capricciosa, Buxtehudes Opus Magnum. Man könnte behaupten, dass das Stück als Modell für Bachs Aria mit verschiedenen Veränderungen gilt, besser bekannt unter dem Titel Goldberg-Variationen. Buxtehudes Komposition ist basiert auf Kraut und Rüben haben mich vertrieben, ein Hit des 16. Jahrhunderts. Das in Buxtehudes Version so klingt. Und Bach, der als Hommage in der letzten Variation im Quod Libet das Thema so verarbeitet. Und es gibt zahlreiche Parallelstellen, zum Beispiel bei Buxtehude. Vielleicht ist es sogar so, dass jede einzelne Bachsche Variation im Grunde genommen eine Version ist von Buxtehudes Ur-Variationen. Ja. 1975 wurde ein Manuskript von Bach entdeckt, eine Appendix bestehend aus 14 Kanons, Bezug nehmend auf die Basslinie der Goldberg-Variationen. Diese 14 Kanons sind nicht ausgeschrieben, es ist eher wie eine Art Spielanleitung. Und ich habe diese Spielanleitung als Basis für meine Komposition Long Walk benutzt. Zur heutigen Zeit übertragen könnte ein Kanon vergleichbar sein mit einem Loop. Das heißt, ich habe diese Kanons als Loop in Long Walk verarbeitet.